Hier wird Riesenalligator Bob zum Röntgen geschoben. Denn dem 300 Kilo schweren Reptil aus dem US-Bundesstaat Florida geht es gar nicht gut. Es lahmt am Hinterbein. Das fällt seinen Pflegern im Wildtierzoo direkt auf. Und sie bringen ihn zum Röntgen. Bob soll möglichst stressfrei durch diesen Arztbesuch kommen. Schläfrig auf ein langes Holzbrett geschnallt und mit bedeckten Augen geht es also in die University of Florida. Die Diagnose dort? Eine Entzündung des Knochens. Deshalb kriegt Bob Antibiotika und Schmerzmittel verschrieben. Versteckt in seinem Lieblingssnack, Ratte, nimmt er sie ganz brav zu sich. Jetzt ist Besucherliebling Bob schon auf dem Weg der Besserung. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.